Hallo YouTube und Anime-Freunde da draußen, willkommen zu einem neuen Video hier bei Gabatrons. Heute machen wir wieder ein Unboxing, Ersteindruck-Video zu einem Anime, den mir freundlicherweise Nippon Art vor einiger Zeit schon zur Verfügung gestellt hat. Und an dieser Stelle möchte ich nicht nur Danke sagen, sondern auch sorry, dass es so lange gedauert hat mit diesem Video. Das hört ihr in letzter Zeit öfters von mir, aber ihr wisst ja, ich habe viel zu tun mit der Arbeit und ich hatte ja keine Zeit. Ich hatte mir den Zeh gebrochen, ich hätte dieses Video machen können, es war so heiß, dass ich kaum am Laptop war. Also habe es verschleifen lassen, ist keine Entschuldigung dafür, aber es tut mir sehr leid und ich werde mich bessern und das demnächst alles direkt peu à peu machen, sobald ich Zeit habe, direkt das Video machen. Und ja, tut mir leid, wie gesagt, und ich hoffe, das Video gefällt euch. Ich bedanke mich natürlich für das Musterexemplar Nippon Art und auch an den lieben Tim. Und ich hoffe, das Video gefällt Nippon Art und natürlich euch, meinen Zuschauern. Fangen wir an, ihr seht ja schon wieder am Bild, um welchen Anime es sich handelt. Und zwar um den Film Ex the Movie. Ein toller Film, war lange Zeit einer meiner Lieblings-Anime-Filme damals. Und der ist in Japan 1996 erschienen, also schon älterer Anime-Film. In Deutschland kam der irgendwann mal, ich kann euch das Jahr leider nicht sagen, ich schätze mal 2003, 2004. Ich weiß auch nicht, ob der da schon auf DVD oder VHS noch erschienen ist. Kann auch sein, dass es VHS-DVD gewesen ist, erschienen ist. Und in Deutschland hat Nippon Art diesen Anime-Film im Juli 2019, am 12. genau zu sein, auf DVD und das erste Mal auf Blu-ray veröffentlicht. Also ihr merkt schon, das Video ist jetzt, wir haben jetzt September, wie lange das Musterexemplar schon bei mir rumgelegen hat, veröffentlicht. Und ja, wir machen jetzt das Video dazu. Regisseur war, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Yoshiaki Kawajiri. Produziert wurde der Anime von Clamp bzw. Madhouse und ist, wie gesagt, 1996 erschienen und bei uns jetzt nochmal als Re-Release im Juli 2019. Ja, das waren die Fakten dazu. Ich werde euch aber auch nochmal einen Trailer und weitere Informationen in der Videobeschreibung verlinken und auch nochmal Link zum Nippon Art Shop und Amazon, da könnt ihr euch die DVD oder Blu-ray bestellen. Preislich bewegt sich die Blu-ray zwischen 32 und 35 Euro und die DVD zwischen 25 und 30 Euro, je nachdem, wo ihr sie bestellt. Kann auch günstiger sein, je nachdem, welche Aktionen es sind, etc. Punkt, Punkt. Ja, extra sind übrigens auch auf dem Film. Es gibt einen Spezialtrailer, der wird euch ja, exklusiv gezeigt, wie ein Anime produziert wird. In diesem Fall war es dann ein Ex-Motiv. Dann gibt es noch den original japanischen Trailer und einen Komplett-Trailer auf Deutsch. Das sind die Spezialsachen auf dem Film. Und was ihr jetzt für euer Geld noch bekommt, ist diese DVD, beziehungsweise auch auf Blu-ray, mit diesem Motiv, mit dem Schwert, mit Kaume, ach, ich krieg den Namen nicht aus, Kamui und Fuma. Hier ist Kamui, hier ist Fuma. Ich finde dieses Motiv sehr schick, sehr cool. Und dann haben wir hier die Rückseite, da steht da noch, Ex the Movie basiert auf den gleichnamigen Manga-Reihe von Clamp und wurde von den renommierten Studio Madhouse unter anderem Overlord, Death Note produziert. Ein Muss nicht nur für alle Ex- und Clamp-Fans. Ja, ich weiß, der Film wird ja von vielen kritisiert, weil er anders ist als die Serie und als anders ist als der Manga. Er hat ja auch ein anderes Ende, was mich nicht persönlich stört. Ich fand den Film damals sogar besser als die Serie, wo die Serie auf Viva lief. Weil sie actionreicher war, fand ich, brutaler war auch, emotionaler. Aber die Serie finde ich heute etwas besser als der Film. An dem Film finde ich trotzdem gut, obwohl der anders ist. Aber ich weiß, dass gerade Manga-Sammler diesen Film nicht mögen, weil er so, so weit von der Serie und dem Manga abweicht. Aber man muss auch einen Film, also eine Serie komplett in einen Film zu kriegen, ist halt auch nicht leicht. Ich glaube, der Film wurde sogar vorher Ende produziert, bevor der Manga Ende war. Habe ich mal gelesen. Ja, aber das war dazu. Daten haben wir Bildformat 16 zu 9, Sprachen und Ton ist Dolby Digital 5.1, DTS 5.1 und Dolby Digital 5.1 auf Japanisch, also sehr guter Sound. Untertitel Deutsch, Laufzeit 100 Minuten, X-Ram ist Sticker und Bändecover. Und das gucken wir uns jetzt an. Hier haben wir das Sticker. Ein Booklet wäre natürlich cool gewesen. Dann haben wir hier die DVD. Auch ein selben Motiv. Und das Wendecover ohne FSK-Flatschen. Wie gesagt, es gibt auch eine Serie dazu, die habe ich euch auch schon mal gezeigt und auch ein Video dazu gemacht. Das Video werde ich euch mal hier oben verlinken. Das ist hier die und die kann ich euch auch empfehlen, gerade wenn ihr Ex mögt. Und das war mein Ersteindruck, mein Unboxing zu dem Film Ex the Movie. Jetzt erzähle ich euch ein bisschen zu dem Film und dann kommen wir zur Bewertung. Bis gleich im Part 2. Kommen wir zurück zu Part 2. Hier erzähle ich euch ein bisschen zur Story. Bei Filmen ist das immer schwer, weil ich hier nicht 100 Minuten über den Film reden kann.
Ihr merkt das ja, ich schweife auch sehr oft ab in den Folgen, die ich bewerte. Das ist so mein Problem, gerade bei ersten Folgen, die kompliziert sind oder wo sich die Serie erst weiterentwickelt, in anderen Folgen, fällt mir es sehr schwer, da nicht immer zu überspringen. Deswegen werde ich euch ein bisschen erzählen vom Anfang, werde ich auch ein bisschen querbeet mittendrin, werde euch aber immer Bilder einblenden. Ich hoffe, ihr könnt mir da folgen. Und zwar beginnt der Anime damit, dass wir Kamui sehen und seine Mutter, die in ihrem Bauch greift, praktisch ihre Därme rausholt. Denkt man, aber sie zieht ein Schwert aus ihrem Körper, was sie ihnen übergibt. Ich weiß auch nicht, ob ich das Bild einblenden kann, weil man halt ihre Brüste sieht. Und ihr wisst ja, YouTube und Nacktheit und Brüste ist so eine Sache. Auf jeden Fall übergibt sie ihnen das Schwert und dann kehrt Kamui nach Tokio zurück. Ich glaube, das ist im Jahr 1999 gewesen und beobachtet einen Kampf zwischen zwei Charakteren. Da erfährt man halt, dass es ein Kampf ist zwischen Himmelsdrachen und Erddrachen. Es geht halt darum, dass die Erddrachen halt ja, die Erde zerstören wollen, beziehungsweise nicht die Erde zerstören, die Menschheit zerstören wollen und die Erde in eine neue Richtung lenken wollen. Und die Himmelsdrachen wollen das verhindern. Es gibt halt 7 Siege, die zerstört werden sollen. Und diesen Kampf beobachtet Kamui. Dann haben wir später einen weiteren Kampf, beziehungsweise Kamui beschützt zwei Charaktere. Das ist einmal Fuma und Kotori ist, glaube ich, seine Schwester gewesen. Die werden angegriffen von einem Wesen, was gesteuert wird von einem Charakter weit weg, wie so eine VR-Brille sozusagen. Und Kamui beschützt die beiden, aber dann sagt das Mädchen, bist du es, Kamui? Also die kennen sich und das sind Freunde halt aus der Kindheit. Und da erfährt man halt, dass Fuma der beste Freund von Kamui ist und dass das seine Schwester ist, also Kotori ist die Schwester von Fuma. Und dann merkt man halt, dass es nicht nur um den Kampf zwischen den Drachen geht, sondern auch um Freundschaft. Und später mal erfährt man auch, dass es um Liebe geht und zwischen zwei Charakteren, zwischen einem Himmelsdrachen und einem Erddrachen. Und zwar gibt es noch einen Charakter, der heißt Sorata, hieß der, glaube ich, der soll ja Kamui an der Seite stehen und ihn unterstützen, weil Kamui soll ja das Schicksal beeinflussen. Er muss sich am Ende entscheiden, für welche Seite er kämpft, ob er das Schicksal dann beeinflussen kann oder ob es immer das gleiche bleibt, egal für welche Seite er kämpft, stellt sich dann später raus. Auf jeden Fall kämpft er gegen Arashi, eine hübsche, langhaarige, schwarze Himmelsdrachen ist es, glaube ich, gewesen. Und in die verliebt er sich, sie ist erst nicht begeistert, aber er opfert sich nachher für sie. Und das war damals für mich eine Szene, die ich toll gefunden habe, weil die beiden sich geliebt haben und dann ja, gemeinsam sozusagen sterben. Das war toll damals. Ich werde euch auch dieses Bild mal einblenden. Also, dass es da in diesem Kampf nicht nur um die Herrschaft der Erde geht, sondern auch um Liebe. Und das ist auch so im Anime, es geht um Freundschaft, es geht um Liebe. Ist auch manchmal ein bisschen verwirrt mit den Traumszenen da drin. Und das Ende ist sowieso episch gewesen. Für mich damals mit dem Stück von Ex-Japan, diesem Lied. War einfach nur episch. Ja, und es geht, wie gesagt, in der Kurzfassung um den Kampf zwischen den Himmels- und Erddrachen, um Liebe und Freundschaft und um das Schicksal. Ja, mehr kann ich jetzt da nicht zu sagen, aber ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Ich hoffe, ich finde auch die richtigen Bilder. Ich schneide hier immer aus dem Anime raus und tue sie euch da einblenden. Ich hoffe, es konnte euch das so reinprägen und ihr konntet mir folgen. Ja, das war mein Eindruck zu der Story. Es ist verwirrend manchmal gewesen, aber auch spannend und cool und dramatisch. Jetzt kommen wir zu meiner Bewertung. Bis in Part 3. Kommen wir zu Part 3. In diesem Punkt kennt ihr ja, werde ich den Anime werten mit Punkt 1 Animation. Und Punkt 1 Animation kriegt von mir 5 von 5 Sterne, weil ich mag diesen Zeichenstil. Ich mag diese Animation aus dieser Zeit. Man muss bedenken, der Anime ist aus 1996 und sieht immer noch klasse aus. Ich finde die Animation cool. Ich liebe diesen Stil. Und ich bin nicht der große Clamp-Fan, aber X ist zum Beispiel eine Serie, die ich neben Captain Sakura sehr gerne mag, obwohl ich nicht der große Clamp-Fan bin. Und deswegen bekommt von mir Animation und Zeichenstil bei mir 5 von 5 Sterne. Punkt 2, die Synchronisation. Bekommt von mir auch 5 von 5 Sterne. Da sind bekannte Sprecher dabei, die ist echt super. Da sind die Stimmen hier, der Yu-Gi-Oh! Spricht, ist dabei. Der spricht Kamui. Ich glaube, Fuma wird von Seto Kaiba gesprochen. Kotori wird, glaube ich, von Ran aus Konnen gesprochen. Also sehr hochwertig, sehr gut. Deswegen 5 von 5 Sterne. Verpackung und Cover. Ich finde das Motiv sehr schön. Ihr wisst, ich mag die durchsichtigen Amari-Hüllen lieber als die schwarzen. Ich weiß, ich sage es immer wieder, es gibt auch hochwertige schwarze Amari-Hüllen, aber ich mag diese durchsichtigen lieber. Es gibt einen Sticker am Booklet, wäre cooler gewesen, wo nochmal die Charaktere beschrieben werden und ein bisschen die Story angeschnitten wird. Hätte mir besser gefallen. Deswegen gebe ich der Verpackung und Cover 4 von 5 Sterne. Wäre ein Booklet dabei gewesen, 5 von 5 Sterne. Ja, und Story. Jetzt kommt der Punkt, da werden wir uns wahrscheinlich nicht mit allen übereinstimmen hier. Ich mag den Film. Ich mag den Film sehr gerne. Wie gesagt, ich fand ihn damals besser als die Serie, weil sie halt ein bisschen actionreicher ist, ein bisschen brutaler. Auch wenn die Charaktere da schnell sterben und es auch diese verwirrten Traumszenen gibt. Aber ich fand das damals cool. Mit dem Ex-Japan-Song
am Ende. Ich fand das damals besser als in der Serie. Und ich weiß, dass der Film sehr, weil, also, was habe ich schon am Anfang gesagt, vom Manga abweicht, weil der Film vorher dem Manga beendet wurde. Und das mögen viele nicht. Es mögen auch viele, die Serie lieben den Film nicht, weil der Film nicht alles in die Serie, also dass der Film nicht alles von der Serie übernimmt. Und ich kann das verstehen, aber ich sehe den Film als ein, also für sich als Werk und finde den Film gut. Und deswegen kriegt der Film von mir persönlich 5 von 5 Sternen in der Story. Wenn man halt die Serie lieber mag, kann man einen Stern abziehen oder zwei, je nachdem, welche Story damit, Manga, Serie. Aber ich, wenn ich den Film für sich sehe, finde ich den immer noch toll und gebe dem Film von 5 Sterne, weil er mir immer noch gut gefällt, auch wenn er anders ist als die Serie. Die Serie an sich finde ich auch toll, kann ich euch beides empfehlen. Wenn ihr euch nur eins kaufen wollt, kauft euch die Serie von mir aus. Aber der Film ist, wie gesagt, für sich, was er ist, finde ich den gut. Und deswegen 5 von 5 Sterne. Ja, das war mein Video zu X the Movie, lieber Tim, liebes Nippon Art Team, liebe Zuschauer, liebe Abonnenten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ich kann euch den Film empfehlen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr euch den Film kaufen wollt, guckt euch den Trailer an. Wie gesagt, für mich gehört X, der Film und auch die Serie zu dem Besten, was Clamp je gemacht hat. Bin ich, wie gesagt, der größte Clamp-Fan, aber ich kann dieses Meisterwerk, für mich ist es ein Meisterwerk und auch die Serie nur empfehlen. Auch die Serie sieht top aus von den Animationen. Kann ich euch nur empfehlen. Werde ich euch nochmal alles einblenden, DVD, Blu-ray, je nachdem, gucken, wie ich es finde. Und das war mein Video zu X, der Movie. Ist wie gesagt eine Geschmackssache, sieht das nicht so kritisch. Ich mache das immer so bei so Filmen, auch bei Sword Art Online oder da ist ja auch nie alles übernommen worden. Es gibt halt neue Sachen, die nicht hingefällt, aber ich sehe das immer so als Einzelwerk. Und das gefällt mir immer in der Regel gut. Und ja, das ist dann mein Video zu X, der Movie gewesen. Ich bedanke mich für eure Zeit, bedanke mich für eure Kommentare, bedanke mich für eure Meinung, bin jetzt weg, wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald, euer Gavatons. Ciao.